scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Weiter zur nächsten Impulsgeberin, und sie ist so eine sympathische Frau. Ich liebe sie. Ihr Name ist Shirin Zaran und ihre Mission ist es, Selbstständigen und Unternehmern zu zeigen, wie sie ihr Business so aufsetzen können, dass es ihnen das Leben ihrer Träume ermöglicht. Durch ihr empathisches Wesen und ihr analytisches Denken entdeckt sie ungenutzte Potenziale und entwickelt mit ihren Kunden umsetzbare Strategien, Konzepte und kreative Lösungsansätze, die zum unternehmerischen und persönlichen Erfolg führen. Die Vision ihrer Kunden ist ihre Mission und der Erfolg ihrer Kunden das gemeinsame Ziel. Ihr Thema heute: Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Das lässt sich auf jeden Bereich des Lebens übertragen. Es ist besser, mit kleinen Schritten das Ziel zu erreichen, als sich mit einem großen Sprung zu übernehmen, die Orientierung zu verlieren und im Endeffekt nichts erreicht zu haben. Viel wichtiger ist es, dass man konstant an der Erreichung der gesteckten Ziele arbeitet. Liebe Shirin, die Bühne und das Mikrofon gehören dir. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, liebe Martina, für die super, super nette Vorstellung. Dankeschön. Ja, wie isst man einen Elefanten? Jeder kennt ja bestimmt dieses Spiel, wenn man einem Kind sagt, denk jetzt nicht an einen pinken Elefanten. Woran denkt man? Es funktioniert auch bei uns Erwachsenen noch, an einen pinken Elefanten. Und genauso ist es auch mit den Zielen, die man sich selber steckt. Wenn man sich sagt, ich darf nicht an den pinken Elefanten denken, und dieser pinke Elefant irgendetwas Negatives für einen ist, dann hat man immer diese Negativität im Kopf. Und die zieht uns leider runter. Das ist also der erste Schritt, den man nehmen muss, um einen Elefanten Stück für Stück zu essen, ist, ins positive Denken zu kommen. Das heißt, wir müssen unsere Ziele so formulieren, wie wir sie erreichen wollen. Keine Verneinungen, keine komplizierten Aufstellungen, sondern das ist mein Ziel und so will ich es erreichen. Sagen wir mal, wir wollen ein Unternehmen gründen oder unser Unternehmen wieder erfolgreich machen, denn vielleicht hat uns die Pandemie aus der Bahn geworfen, vielleicht waren es andere äußere Umstände, vielleicht ist es uns aber auch einfach alles nur zu viel geworden. Was auch immer es ist, wir müssen uns erstmal ein Ziel setzen. Sobald wir dieses Ziel haben, haben wir unseren großen Elefanten, der so mächtig vor uns steht, wie ein Berg, den wir erklimmen müssen. Was machen wir jetzt also, um erstmal rausfinden zu können, wie wir diesen Elefanten essen können? Na gut, wir haben jetzt das große Ziel. Stellen wir uns einfach mal vor, dass unser Leben ein großes weißes Blatt Papier ist. Schreiben wir dieses große Ziel doch mal auf die rechte Seite dieses großen Blattes Papier. Wir selbst sind auf der linken Seite und stehen da und schauen diesen großen Berg an, dieses große Ziel, das wir erreichen wollen, dieser große Elefant. Als erstes überlegen wir uns am besten, welche Schritte wir denn überhaupt unternehmen müssen, um diesen Elefanten in Stücke teilen zu können, um diesen großen Berg erreichen zu können. Und umso kleiner die Schritte sind, die wir uns aufsetzen, um unser Ziel zu erreichen, umso einfacher ist es, den Berg zu erklimmen, den Elefanten in Stücken zu verschlingen oder auch einfach nur zu genießen. Im Endeffekt ist es doch viel wichtiger, dass wir den Weg genießen und mit Freude unseren Weg gehen, als einfach nur das Ziel zu erreichen, ohne dabei gelebt zu haben. Denn viele vergessen auf ihrem Weg, was eigentlich Leben bedeutet. Sie blenden alles aus und glauben, dass sie glücklich sind, sobald sie dieses Ziel erreicht haben, diesen Berg erklommen haben, diesen Elefanten erlegt haben. Doch das Problem ist doch eigentlich, dass wir während der Zeit, während wir diesen Weg gehen, vergessen, was uns eigentlich wirklich glücklich macht, was uns Freude macht. Und vielleicht verändert sich dieser Elefant auch. Vielleicht war er am Anfang mal babyblau, pink, rot, grün, eigentlich egal. Vielleicht ist der Elefant heute pink gestreift. Und im Endeffekt ist es egal, solange wir auch auf unserem Weg lernen, das Leben zu genießen und den Fokus für unser großes Ziel aber dennoch nicht aus den Augen verlieren. Meine Oma war mit mir mal spazieren im Wald und meinte, Kind,
wenn ich dich jetzt alleine weiterlaufen lasse, kommst du nach Hause? Ich sage, Oma, nein, 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 du kannst mich nicht alleine hier im Wald stehen lassen. Ich finde nie wieder nach Hause. Okay. Wohnen wir im Tal oder wohnen wir auf dem Berg? Ja, im Tal, wir wohnen im Tal. Okay, da ist ein Fluss. In welche Richtung musst du laufen? Hoch oder runter? Ja, Wasser fließt einen Berg runter, dann muss ich runterlaufen. Genau, du folgst immer dem Fluss, um nach Hause zu kommen. Außer du ziehst irgendwann mal oben auf den Berg, dann musst du den Fluss hochwärts laufen. Und dieses Bild ist mir für immer in Erinnerung geblieben und ich war damals noch wirklich klein, ich war noch nicht mal in der Schule. Wir müssen wissen, wo unser Ziel ist, wo unser Elefant steht. Steht er unten im Tal, dann folgen wir dem Fluss runter. Steht er oben auf dem Berg, dann laufen wir entgegen der Strömungsrichtung. Hauptsache, wir finden unseren Weg und gehen mit dem Fluss des Wassers. In Indonesien wurde mir gesagt, dass unser Leben wie Wellen sind. Wir werden von einem Strand zum anderen gespült und dort warten Aufgaben auf uns. Wenn wir an den richtigen Strand gespült werden, dann finden wir Erfüllung. Wir sind glücklich auf unserem Weg, weil wir mit den Wellen reiten, weil wir in unserem eigenen Fluss bleiben. Arbeiten wir entgegen dieser Richtung und paddeln und schwimmen und strampeln zum falschen Strand, dann ist das Leben anstrengend und schwierig und kompliziert und es ist unheimlich kraftraubend, da anzukommen, wo wir eigentlich hinkommen müssen. Deshalb geht immer mit den Wellen, schwimmt auf den Wellen, surft auf den Wellen und genießt den Weg. Das Universum und das Schicksal bringt uns alle an die Strände, an die wir müssen, um unsere Aufgaben erledigen zu können und das Leben genießen zu können. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Shirin Zaran.